Hallo, heute teste ich für euch den Candy Trapper und das ist auch schon. Mit der Kralle da holt man dann die Süßigkeiten raus. Mitgeliefert von Candy Trapper werden die Münzen da. Und dann gibt es auch die Kugeln da mit Spielzeug drin. Jetzt zeige ich euch erstmal, wie es mit den Kugeln funktioniert. Die steckt und dann da oben rein, damit die Klappe auf. Jetzt crapper ich mal eine Runde. Ich verrate euch jetzt einen Trick, wenn ihr die Kugel nicht extra kaufen wollt, könnt ihr auch Überraschungseier nehmen. Jetzt teste ich einfach mal, was man so in den Candy Trapper reinfüllen kann. Am liebsten wollen wir ja Süßigkeiten angeln. Funktioniert gut. Jetzt probieren wir es mal mit den kleinen Smarties. Mal sehen, ob der Candy Trapper das auch schafft. Sogar die kleinen Smarties. Als nächstes eckige Tic-Tac-Packungen. Schafft er auch. Aber das war echt in der letzten Sekunde. Als nächstes Toblerone Minis. Thank you.
nicht so ganz gut. Jetzt probiere ich es mit Kinderschokolade. Letzter Test, Schokobärchis. Und los geht's. Auch. Hier sind noch mal die Sachen, die ich gecrappert habe. Die haben gut funktioniert, die auch. Bei den TikToks habe ich mich ein bisschen anstrengen müssen. Die haben nicht so gut funktioniert. Ja, die haben schon gut funktioniert. Und die Bären auch. Das war mein Test von Candy Crapper. Tschüss, bis zum nächsten Mal.